Ja, einen schönen guten Tag alle zusammen. Heute werde ich Ihnen das Produkt Freestocks vorstellen. Ja, einen kleinen Rundgang durch unser Angebot machen und Ihnen auch ja, die Plattform einmal zeigen, damit Sie dort einen kleinen Einblick bekommen, womit Sie es zu tun haben, wenn Sie sich für ein Konto bei Freestocks entscheiden. Freestocks steht ja für den kommissionsfreien Handel und genau, das werde ich jetzt erstmal präsentieren. Ich bin tatsächlich zu schnell eingestiegen. Ich muss mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Robin Fricke. Ich arbeite bei WH Self Invest und natürlich auch bei Freestocks. Sie haben mich sicher auch schon am Telefon gehabt. Und wenn noch nicht, dann wird das vielleicht in Zukunft mal so sein. Ja, so viel erstmal zu mir. Dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt einmal anfangen. Die Freestocks-Website erreichen Sie natürlich über freestocks.com. Achten Sie immer schön darauf, dass Sie die Sprache auf Deutsch gestellt haben. Und dann würde ich ganz gerne mal hier mit meiner Präsentation anfangen. Genau, also die Freestocks-Webseite ist tatsächlich so strukturiert, dass Sie hier unten haben Sie die ganzen Punkte von Freestocks, die wir uns jetzt anschauen werden. Wie gesagt, Freestocks steht für den kommissionsfreien Handel. Dann schauen wir uns doch mal an, welche Kommissionsmodelle bei Freestocks zur Verfügung stehen. Da hätten wir hier die beiden Modelle. Das ist einmal das kommissionsfreie Modell und das Mini-Kommissionsmodell. Gehen wir uns beide mal im Detail anschauen. Das kommissionsfreie Modell heißt, dass Sie natürlich keine Kommission zahlen. Das heißt, wir sind bei 0,0 Dollar Kommission. Sie haben intelligentes Order Routing zu allen verfügbaren Handelsplätzen und Börsen. Und alle Orders werden immer zum besten Geld- und Briefkurs ausgeführt. Das ist die NBBO-Regel. Und es gibt natürlich keine Inaktivitätsgebühr bei diesem kommissionsfreien Modell. Ich würde ganz gerne hier das nicht so schnell übergehen, sondern Ihnen einfach noch mal ganz kurz detailreich zeigen, was diese NBBO-Regel besagt. Das sehen Sie nämlich hier unten ganz wunderbar. Das bedeutet nämlich, dass Sie immer den besten Preis im Handel mit Freestocks bekommen. Also wie hier steht, NBBO-Regel ist die National Best Bid and Offer Rule. Das ist eine Regel von der Security Exchange Commission, die Broker dazu verpflichtet, Sie als Kunde zum niedrigsten Ask-Preis und zum bestverfügbaren höchsten Bid-Preis auszuführen. Und genau das machen wir auch. Ja, das ist, wie gesagt, das kommissionsfreie Modell. Das wird standardmäßig genommen. Als Alternative haben wir dann auch noch das Mini-Kommissionsmodell im Angebot. Das möchte ich mir auch mal mit Ihnen einmal anschauen. Das ist so strukturiert, dass hier Ihre Orders priorisiert an der NICE oder der Nasdaq ausgeführt werden. Der nächste Punkt, den es hier zu beachten gibt, ist, dass Sie eine geringe Kommission zahlen, also 0,0035 Dollar pro Aktie, 0,49 Dollar pro Option, jeweils mit einem Minimum von 89 Dollar Cent versehen. Das heißt, Sie müssen erstmal so viel traden, dass Sie dieses Minimum von 89 Dollar Cent erreichen und dann greift diese Gebührenstruktur von pro Aktie jeweils oder pro Option. Auch hier werden alle Orders, alle Trades von Ihnen zu dem besten Geld- und Briefkurs ausgeführt, also auch hier nach der NBBO-Regel. Jetzt werden Sie sich sicherlich fragen, wie kann es denn sein? Das würde ja praktisch, dieses Statement würde ja beinhalten, dass der beste Geld- und Briefkurs immer an der NICE oder der Nasdaq liegt, weil wir ja, wie besprochen, hier beim Mini-Kommissionsmodell Sie bevorzugt an der NICE oder der Nasdaq ausführen. Hier ist es aber dann tatsächlich so, dass die NBBO-Regel voll greift. Und zwar ist es so, selbst wenn der beste Preis nicht an der NICE oder der Nasdaq ist, werden wir Sie zu der Börse nehmen, wo der beste Preis gehandelt wird, wo Sie den besten Preis bekommen. Das heißt, Sie werden hier praktisch nur an der NICE oder der Nasdaq ausgeführt, wenn auch wirklich der beste Preis laut NBBO-Regel an einer dieser beiden Börsen liegt. Wenn nicht, werden wir Sie dorthin nehmen, wo der beste Preis ist. Kurz gesagt, Sie bekommen bei Freestocks immer den besten Preis. Okay, so viel zu den Kommissionsmodellen, was Sie sich bei Freestocks aussuchen können. Schauen wir uns doch jetzt einmal das Service Level an.
Bei dem Service Level ist es so, dass Sie bei Freestocks die Möglichkeit haben, sich zwischen einem Free Services oder Full Services Paket zu entscheiden. Also wie Sie schon hier sehen, entweder kostenlose Dienste oder ein Upgrade. Schauen wir uns das ein bisschen mal in mehr Detail an. Es ist so, sobald Sie Ihre Kontoeröffnung gestartet haben und sich für eines der beiden Kommissionsmodelle entschieden haben und Ihr Konto eröffnet ist, sind Sie erstmal per Standard in dem Free Services Modell. Das ist hier diese linke Spalte, das sind die Free Services, von denen ich spreche. So, was ist denn da enthalten? Sie können US-Aktien kaufen und werden nach der NBBO-Regel ausgeführt zu an der besten, an der Börse, wo Ihnen der beste Preis geboten wird. Das kann die NYSE, die Nasdaq oder auch ein beliebiger anderer Handelsplatz sein. Sie haben die Möglichkeit für Short-Selling, also Leerverkäufe sind möglich. Sie haben die Möglichkeit, Sie haben die Webplattformen, die Sie nutzen können. Sie haben eine Trading-App. Und Sie haben eine Margin-Toleranz, das heißt, dass Sie etwas mehr als Ihren Kontostand investieren können beim kommissionsfreien Aktienhandel. Und Sie haben die historischen Daten und Charts natürlich in der Software, in der Plattform zur Verfügung, sowie die Realtime-Kurse. Bei den Realtime-Kursen ist hier ein kleines Sternchen angemerkt im Free-Services-Paket und das ist genau hier unter der Tabelle zu sehen, da wird genau auf diesen Punkt eingegangen. Und zwar ist es so, dass Sie innerhalb eines Monats mindestens einen Auftrag ausführen müssen. Ansonsten wird Ihr Konto mit $9,99 belastet. Aber ich denke, wenn man sich für ein Trading-Konto entscheidet, ist ein Trade abzugeben in einem Monat keine große Herausforderung. So, das war erstmal so das Standardmodell von Freestocks, was sich Ihnen bietet. Des Weiteren haben Sie bei den Services jetzt hier auch noch die Möglichkeit, auf ein Full-Services-Paket den Upgrade zu machen. Da ist es so, dass Sie sehen schon hier die Realtime-Kurse, da ist der Haken grün. Das heißt, es gibt diese Minimum-Trades, die abgegeben werden im Monat, die fallen nicht mehr an. Sie können so viel oder so wenig traden, wie Sie wollen. Sie haben die 9,99 €, die Ihnen monatlich berechnet werden. Das kommt mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Und das sind die Vorteile, die Sie hier damit haben. Also, wie gesagt, kein monatliches Minimum. Sie können traden so viel oder wenig, wie Sie wollen. Sie haben eine reduzierte Überweisungsgebühr. Das heißt, Sie zahlen beim Auszahlen bei Freestocks mit dem Full-Service-Paket 15 US-Dollar anstatt 50 US-Dollar mit dem Free-Services-Paket. Darauf gehe ich jetzt gleich nochmal genauer ein. Ich möchte auch noch hier kurz erwähnen, Sie haben einen kompletten Hebel zur Verfügung bei dem Full-Services-Paket. Also wir sprechen jetzt hier nicht mehr von einer Margin-Toleranz, also etwas mehr als Ihren Kontostand, sondern wirklich ein kompletter Hebel. Das steht hier auch nochmal wunderbar beschrieben, hier in diesem Absatz, dass das Full-Service-Paket beinhaltet einen 4 zu 1 Intraday-Hebel für die Intraday-Positionen und einen 2 zu 1 Overnight-Hebel für die Overnight-Positionen. Neben dem kompletten Hebel haben Sie eine reduzierte Margin-Finanzierung. Das heißt, Sie sparen 30% bei Positionen auf Margin. Auch zu diesem Punkt komme ich gleich nochmal, wie zu der reduzierten Überweisungsgebühr. Und Sie haben zusätzlich zum E-Mail-Support, den Sie hier im Free-Services-Bereich haben, haben Sie hier zusätzlich noch beim Full-Services-Paket den Telefon- und Chat-Support dazu. Also, was bedeutet das? Es ist wirklich praktisch und sehr handlich. Wenn es mal schnell gehen muss, wenn Sie mal einfach Unterstützung brauchen, rufen Sie bei uns an, kommen Sie in den Chat, da können wir Ihnen helfen. Wenn Sie das Full-Service-Paket haben, dieser Vorteil bietet sich Ihnen. Und natürlich haben Sie dann für die gesamte Laufzeit ein dauerhaftes Demokonto, was auch durchaus hochinteressant ist, denn Sie wollen ja nicht Ihre ganzen Strategien und Ihre Übungstrades im Live-Konto machen, denn dort sind wir natürlich im Echtgeldbereich. Sie wollen sicherlich auch eine Umgebung haben, wo Sie das gesondert vom Live-Konto machen und dort im Demo testen können. Das sind die Vorteile, die sich mit dem Full-Services-Paket anbieten. Nun möchte ich hier auf diese Punkte, auf die ich angesprochen habe, die reduzierte Überweisungsgebühr und die Margin-Finanzierung, nochmal ein bisschen detailreicher eingehen. Und zwar findet sich auf unserer Kundenseite dazu wunderbar das Preis- und Leistungsverzeichnis. Das finden Sie hier, wenn Sie auf der Kundenseite sind, oben rechts Kunden, haben Sie hier die Überschrift Freestocks. Hier haben Sie auch unsere Handbücher, da kommen wir auch nochmal gleich dazu. Und dann haben Sie hier zum Thema Ein- und Auszahlungen den Paragraph, wo Sie hier das Preis- und Leistungsverzeichnis haben. Das würde ich Ihnen ganz gerne mal kurz präsentieren.
Und zwar ist es so, dass bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis-Verzeichnis, Sie sehen, es ist in zwei Spalten auf der Seite hier kategorisiert. Ist es so, dass der Geldtransfer hier auf der rechten Seite, der Punkt Geldtransfer und Währungskonvertierung, da sehen Sie, die Einzahlungen bei Free Stocks sind kostenlos, die Auszahlungen sind 50 US-Dollar ist das Budget, wenn Sie das Free Services Paket haben, oder 15 Dollar mit dem Full Services Paket, also eine deutliche Reduzierung. Die Konvertierung, wenn Sie Euro einzahlen, da kommen Bankgebühren dazu, falls zutreffend, plus eine Verwaltbearbeitungsgebühr von 0,3%, die anfallen. Das wollte ich Ihnen nur dazu zeigen, dazu kurz erklären, dass Sie sehen, was der Hintergrund zu dieser reduzierten Überweisungsgebühr ist und zu den Positionen auf Margen, der reduzierten Margenfinanzierung. Das ist genau der Punkt hier unten, dass Sie 30% bei Positionen auf Margen mit dem Full-Service-Paket sparen. Also Sie sehen hier, die Berechnung wird vorgenommen beim Free-Services-Paket mit 9,99% per annum und beim Full-Services-Paket sind das eben 6,99% per annum, also ein Ersparnis von 30%. Was ich Ihnen jetzt noch mal ganz kurz hier zeigen möchte, weil wie gesagt, ich möchte auch noch mal extra in etwas mehr Detail hier auf diese Kundenseite eingehen, denn die zeigt wirklich noch ein paar handliche Informationen für Sie. Das ist einmal hier das Feld Suche nach Tickersymbolen und Aktien, wo Sie dort eine Suche eingeben können. Und ganz wichtig, worauf ich natürlich eingehen möchte, unser Handbuch, welches Sie genau hier rüber erreichen und sich ja, einen Überblick über die Plattform verschaffen können. Aber wir können Ihnen natürlich dazu gerne auch telefonisch oder per E-Mail unterstützend zur Seite stehen. Was gibt die Free Stocks Webseite noch her? Wir haben jetzt diese Punkte hier durchgearbeitet. Hier geht es dann noch zu den nächsten Themen, App oder Plattform, wo das nochmal etwas näher besprochen wird. Das können Sie sich auch gerne noch anschauen. Und dann wäre tatsächlich der nächste Schritt die Kontoeröffnung. Was ich noch besonders hervorheben möchte, ist, dass Sie es nicht ungenutzt lassen sollten, auf unserer Webseite sich den Broker-Vergleich anzuschauen, wo wir sehr detailreich uns mit anderen Brokern vergleichen und wo Sie dort sehen, welche Vorteile Sie eben beim Handel mit Free Stocks haben. Ich möchte Ihnen auch noch kurz unsere Store vorstellen. Das ist nämlich der Bereich, wo Sie sich, nachdem Sie das Konto eröffnet haben und befüllt haben, können Sie hier in diesem Store-Bereich sich gewisse Produkte dazu buchen. Und diese Produkte möchte ich gerade mal erklären. Das ist einmal hier oben links direkt das Full-Services-Paket. Das sind dann hier die Vorteile, über die wir gesprochen haben. Also hier beispielsweise der Hebel, der zur Verfügung steht. Sie sparen bei den Überweisungen, wie schon erwähnt, bei Auszahlungen. Sie haben eine Ersparnis bei der Margenrate, also die Reduzierung bei Positionen auf Margen. Und natürlich das dauerhafte Demokonto. Dieses Full-Services-Paket kommt mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Das sehen Sie hier nochmal schön und es wird abgerechnet mit 9,99 € pro Monat. Als Hintergrund, dieses Paket, das buchen Sie sich über PayPal dazu. Das heißt, Sie zahlen hier per Kreditkarte oder per Lastschrift. Ganz genau. Für diejenigen, die interessiert sind am Optionshandels, hoppala, da bin ich hier gerade verrutscht. Am Optionshandels- und Kursepaket bieten wir natürlich auch den Optionshandel an. Da können Sie dann Optionen handeln. Sobald Sie sich für dieses Paket entscheiden, ist es so, dass Sie direkt auf das Mini-Kommissionsmodell umgestellt werden. Und dann steht Ihnen der Optionshandel neben dem Full-Service-Aktienhandel zur Verfügung. Also wie Sie hier sehen, Sie haben hier das Full-Service-Paket, welches auch genau hier drüben beschrieben wird. Und Sie haben den Optionshandel hier mit zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, wie auch schon hier steht, dass Sie für den Optionshandel eine Erfahrung von mindestens einem Jahr im Options Trading nachweisen müssen, um sich dieses Paket dazu zu buchen. Der Preis, das Budget für dieses Paket beträgt 469 € für 3 Jahre, was 13 € im Monat entspricht. Genau, das sind erstmal so für den Selbsthandelsbereich die beiden Pakete, die ich abdecken möchte. Und ich würde Ihnen ganz gerne jetzt auch noch zwei weitere unserer Produkte präsentieren. Das sind unsere beiden Stockboxen.
Da haben wir einmal die Nasdaq-Stockbox und die künstliche Intelligenz-Stockbox, auch KI-Stockbox genannt. Ja, einmal kurz zum Grundprinzip dieser Stockboxen. Das ist so, dass diese Stockboxen auf den Forschungen von Herrn Professor Eugene Farmer basieren. Dieser Mann hat einen Nobelpreis erhalten, weil er das Aktienmomentum ermittelt hat. Und das ist auch genau dieses Aktienmomentum, worauf diese beiden Stockboxen basieren. Bei der Nasdaq-Stockbox schauen wir uns die 8 Top-Aktien aus dem Nasdaq 100-Index an und diese können Sie sich mit einem Klick in einer E-Mail, die Sie am Anfang des Monats erhalten, in Ihr Portfolio stellen. Also zum Festhalten, Sie erhalten am Anfang des Monats eine E-Mail. Wenn Sie sich für die Nasdaq-Stockbox entscheiden, Sie klicken in dieser E-Mail, ja, bitte mein Portfolio aktualisieren und Sie können somit sich die Top 8 Aktien aus dem Nasdaq 100-Index, welche wir geprüft haben über die letzten 3 Monate, dass es die Top 8 Aktien sind, diese können Sie sich ins Portfolio stellen. Ja, hätten Sie das von November 2016 bis August 2023 gemacht, würden Sie bei einer Bruttorendite stehen von über 250%. Es ist tatsächlich sogar noch mehr, wie hier steht. Dazu komme ich gleich nochmal. Wir sind jetzt schon kurz vor 300% Rendite. Also man sieht, das rechnet sich wirklich. Die Stockboxen an sich sind generell so zum passiven Investment gedacht. Also es ist wirklich so gedacht, dass Sie klicken in der E-Mail, dass Sie Ihr Portfolio aktualisieren möchten und nicht selber dort in den Handel eingreifen. Nichtsdestotrotz können Sie die Position in der Webplattform oder der App überwachen. Ja, die Stockboxen kosten beide, sind budgetiert mit 149 Euro pro Jahr und lassen sich genauso über PayPal mit Lastschrift oder Kreditkarte bezahlen. Das heißt, es würde so ablaufen, Sie würden sich ein Mini-Kommissionsmodellkonto eröffnen, dann für eine der beiden Stockboxen entscheiden, das Konto befüllen. Hier sprechen wir übrigens von einer Mindestkontogröße von bis zu 8.000, mindestens 8.000 US-Dollar. Das ist ja die Mindesteinlage für die Stockbox, weil wir natürlich in die 8 Aktien investieren und da ist der Investitionswert bis zu 1.000 US-Dollar pro Aktie. Genau. Kostet 149 Euro pro Jahr. Ich wollte noch mal ganz kurz auch ins Detail gehen zu der KI-Stockbox. Dort ist es so, dass natürlich jetzt das gleiche Prinzip, was dahinter steht, das Aktienmomentum. Hier bedienen wir uns der 8 Top-Aktien aus dem Goldman und Sachs Aktienindex. Es geht hier um die Top 8 KI-Aktien. Hochinteressantes Thema, ist natürlich absolut erwähnenswert. Läuft genauso ab wie bei der Nasdaq-Stockbox. Also Sie bekommen eine E-Mail am Anfang des Monats. Sie klicken in der E-Mail, ja, bitte mein Portfolio aktualisieren und wir stellen Ihnen monatlich diese Top 8 Aktien in Ihr Konto ein. Genau der gleiche Preis, 149 Euro pro Jahr. Ich möchte natürlich, weil hier habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt, was denn die Rendite war, die sich dort erzielt hat. Da möchte ich ganz kurz hier mal drauf eingehen. Hier sehen Sie wunderbar die Bruttorendite. Ich hoffe, man sieht das gut. Ich werde hier noch ein bisschen näher reinzoomen. Die Bruttorendite, die sich ergibt oder ergeben hat, die KI-Stockbox, also hier AI-Stockbox, die ist live gegangen im Oktober 23 und wir sind jetzt hier bei einer Rendite von etwas unter 40%, also 38% Bruttorendite hat die schon gemacht. Und wenn wir uns hier auf der rechten Seite die Nasdaq-Stockbox angucken, sehen wir, wie schon erwähnt, dass wir tatsächlich kurz vor 300% Bruttorendite stehen. Also, das ist wirklich eine tolle Sache. Da kann man wirklich mit Geld machen. Lohnt sich dort, dieses Produkt zu wählen. So, zum generellen Überblick der Webseite und der Services Free Stocks bin ich soweit erstmal durch. Hier gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Informationen, die ich wirklich empfehlen würde, dass Sie sich anschauen, dass Sie sich diese anschauen. Aber ich würde ganz gerne jetzt nochmal den Schwenker machen auf das, was Sie sicherlich sehr interessiert. Und das ist die Trading Application, die Webplattform, die wir natürlich zur Verfügung stellen. Die erreichen Sie über Kunden und dann Start Web Plattform. Gegebenenfalls können Sie sich natürlich auch direkt eine Demo anfragen und dann würden Sie die Plattform über Start Web Plattform starten oder sich jeweils hier die Android App oder die iOS App runterladen. Zu der Trading Plattform erst einmal kurz, so ist die strukturiert.
Sie sehen, Freestocks funktioniert so, dass wir hier mit Tabs arbeiten und uns hier unsere eigenständigen Arbeitsplätze so einrichten. Das heißt, Sie können die Tabs benennen und sich dort Bausteine reinsetzen, wie Sie wollen. Hier bin ich in einem Tab, der heißt Trade, und hier habe ich mir mal einen Chart geöffnet von Nvidia. Und wie Sie sehen, habe ich mir hier auch drei SMAs reingelegt, die gerade genau hier zur Richtungsweisung reingestellt wurden. So, die Charting-Funktion ist sehr einfach, sehr intuitiv aufgebaut. Sie können sich hier Ihre Aggregation ganz problemlos einstellen. Sie können sich hier Ihr Chartbild verändern, also entweder ein Barchart wählen, einen Kerzenchart oder einen Liniencart. Das, was Sie jetzt hier noch sehen, ist, was ich mir eingestellt habe, ist die Floating Data Box. Das ist, was ich mir hier eingerichtet habe, dass Sie halt genau sehen, wo Sie sind, dass Sie den Punktestand rechts sehen, der Aktie Nvidia und natürlich den Zeitraum unten. Sie sehen, ich bin hier gerade in den Tageskerzen drinne. Ich kann da ganz gerne auch mal ins Minutenchart gehen, und dann sehen Sie auch hier, wie man zum Beispiel hier unten das weiter reinzoomen kann. Und zum Beispiel hier auch mit Linksklick auf die Punkteleiste kann man sich den Quotierungsstand zurechtzoomen. Ja, das ein bisschen zum Überblick. Sie sehen, man kann sich hier eine ganze Menge mitmachen, zum Beispiel auch noch Indikatoren und Sentimentoren reinlegen. Das finden Sie hier über den Punkt Studies. Da haben wir die Liste an Indikatoren, die zur Verfügung stehen. Die können Sie sich hier reinlegen. Und dann kann man richtig loslegen mit der Analyse der Charts. Hier, wie schon gesagt, ist es natürlich sehr praktisch, wenn man im Demo-Bereich das noch machen kann und nicht direkt im Live-Konto ist. Daher ist aus meiner Sicht, empfehle ich dann immer direkt das Full-Service-Paket, weil Sie wollen natürlich nicht im Echtgeld sein und hier dann versehentlich einen Trade im Echtgeld absetzen. Genau. Ja, was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, ist den Punkt des Optionshandels, den wir anbieten, den finden Sie hier. Da haben wir unsere Optionskette, und die ist natürlich genau strukturiert mit den Strike-Preisen. Sie haben hier die Calls, wo Sie jeweils die Bid und die Asks haben, und die Puts mit Bid und Ask. Und dann können Sie, wie gesagt, jeweils sich hier, ich bin hier bei Tesla drinne, bei den Optionen von Tesla, können Sie sich hier jeweils Ihre Eingaben tätigen. Ich möchte auch hier nochmal kurz hervorheben, die Spreads, die zur Verfügung stehen, welche Sie sich auswählen können. Und dann kann man ganz intuitiv und einfach durch das Anklicken im Chart kann man hier über das Order Entry seine Order noch etwas manuell bearbeiten und dann direkt über den Confirm and Send Button diese Order abschicken. Das funktioniert natürlich auch ganz gleich auf der Seite der Puts, ganz problemlos. Einfach im Order Ticket Ihre Daten anpassen. Sie könnten dann hier auch sogar noch das Symbol ändern. Also alles vollkommen intuitiv gestaltet zur Nutzung für Sie. Was ich noch erwähnen möchte, ist die Kontoübersicht, wo Sie natürlich einen Überblick Ihrer ganzen Daten haben. Den finden Sie hier oben rechts. Da ist das mal zusammenfassend alles niedergeschrieben. Mehr Informationen kann ich Ihnen da gerne noch zu geben, wenn Sie sich bei uns melden. Aber es ist auch relativ selbsterklärend hier mit Balance, Equity, Net Liquidation Value. Diese ganzen Punkte sind selbsterklärend. Wenn es dazu Fragen gibt, können Sie sich gerne bei uns melden. Ich möchte Ihnen auch noch ganz kurz den Punkt erläutern, dass Sie mal sehen, wie man sich ein Workspace zusammenbaut in der Plattform. Da öffne ich mir einfach mal hier einen neuen Workspace und möchte Ihnen einfach nur mal kurz zeigen, wie es hier abläuft. Sie sehen, wir haben hier den Punkt Account. Da haben Sie alle Themen, die bezüglich Ihres Accounts dem zugeordnet sind, die können Sie sich hier reinziehen. Das gleiche mit Market, wo wir uns einen Chart, eine Watchlist, Time und Sales oder Alerts reinziehen können. Und bei der Optionskette ist es halt tatsächlich nur die Options Chain, die Sie sich, sollten Sie das Options-Paket gebucht haben, können Sie sich diese natürlich auch reinziehen. Nur mal kurz zur Veranschaulichung, wie das dann aussieht. Es funktioniert auf Baukasten oder Baublockweise, kann man sagen. Sie ziehen sich die einzelnen Punkte, die Sie sehen wollen, einfach dorthin, wo Sie die möchten. Das ist ganz einfach und intuitiv gestaltet, jeweils auch mit dem Chart. Das können Sie auch per Anklicken machen, wie Sie gerade gesehen haben. Sie müssen das sich gar nicht reinziehen, sondern können das einfach auch mit Anklicken machen.
ist wunderbar möglich und so können Sie natürlich Ihre Charts strukturieren. Hier noch ein schönes Beispiel, zum Beispiel mit der Technical Analysis, die ich hier am Laufen habe, wo ich auch mir hier die Times und Sales rechts eingeblendet habe, wo man natürlich dann über das Klicken in der Watchliste hier, weil es verlinkt ist mit dem Chart, über die Farbe kann man dann natürlich hin und her springen und das Chart ändern. Beispielsweise hier sind wir jetzt auf ACM oder wir gehen mal auf AAP, Advanced Auto Parts, gar kein Problem. Diese ganzen Möglichkeiten stehen natürlich zur Verfügung, sowie hier auch noch vereinzelte Zeichentools. Also es bleiben wirklich keine Wünsche offen. Das wollte ich Ihnen noch gerade hier mitteilen. Genau, können Sie sich auch alles selber zusammenbauen, die Möglichkeiten bestehen. Und dann bin ich tatsächlich soweit erstmal durch mit der Präsentation. Dann schaue ich mal kurz nochmal in die Fragenliste rein, was sich da ergibt. So, was haben wir denn hier? Ah ja, eine Frage, welche Bank steht hinter Freestocks? Ganz genau. Das absolut richtig, das muss ich noch erwähnen. Und zwar finden Sie das hier wunderbar über den Button über uns. Hinter uns steht die BMO Harris Bank. Das ist eine börsennotierte Bank in Montreal. Und ja, die BMO Harris Bank hat circa eine Größe, die 10-mal so groß ist wie die Deutsche Bank. Also da kann man wirklich auf Sicherheit bauen. Ganz genau. Also die BMO Harris Bank, die steht dahinter. Das zur Information soweit. Und was haben wir hier noch? Die Griechen in der Options-Plattform. Die Griechen sind tatsächlich im Options Board nicht vorhanden. Ist es hier einfach so gedacht, dass man ganz standardmäßig den Optionshandel betreibt. Griechen sind nicht vorhanden. Was gibt es denn noch für eine Frage? Das Minimum für das Trading. Ich vermute, hier wird sich dann auf das Full Services und Free Services Paket bezogen, das Thema. Da ist es so, dass, wie gesagt, das hatten wir hier, dass es muss mindestens ein Trade, also ein Auftrag im Monat ausgeführt werden, damit Sie diese Abbuchung von $9,99 umgehen können. Das heißt, es ist je Trade und in der Tat auch je Monat. Das heißt, es ist nicht, dass Sie einmal diesen einen Trade absetzen und dann hat sich die ganze Sache erledigt. Es ist wirklich pro Monat. Was haben wir noch für eine Frage? Ah ja, okay, ganz gute Frage, sehr gute Frage. Abgeltungssteuer, Verlusttöpfe, Abwicklung von Jahresberichten und Steuern. Da ist es so, Sie können sich Ihre Kontoauszüge wunderbar selber in der Plattform abrufen. Das machen Sie dann über Ihr Hamburger-Menü hier oben rechts. Da haben Sie den Punkt Account Statements. Dort können Sie sich Ihre Statements generieren. Und bezüglich der Steuer lassen wir Ihnen ganz gerne eine Erträgnisaufstellung zukommen. Die deckt alle Themen ab. Wird in US-Dollar und in Euro geführt. Und das klappt bei unseren Kunden wunderbar. Die werden beim Steuerberater eingereicht und da gibt es keine Fragen, keine Probleme. Wenn es manchmal noch Nachfragen geben sollte für detailreichere Ansichten, können Sie immer problemlos auf die Kontoauszüge zurückgreifen. Die Möglichkeit besteht. Was haben wir denn noch? Ein Depot zu Freestocks übertragen. Die Möglichkeit besteht leider nicht. Das heißt, Sie müssten wirklich das Depot, wo Sie es haben, bei Ihrem Broker auflösen und dann das Konto hier neu aufsetzen, das Geld einzahlen und dann sich Ihr Depot wirklich neu aufbauen. Also Depotüberträge, die gehen nicht. Was haben wir denn hier noch für eine Frage? Sie sind alle sehr schön aktiv hier mit den Fragen. Ich muss mich hier mal durchwühlen. Genau, können Optionen auf alle Werte aus S&P 500 und Nasdaq 100 gehandelt werden? Die
Die Optionen auf die Indizes, die können grundsätzlich nur geschortet werden. Das heißt, ja, sie können nur short gehen. Und das ist erstmal dazu, um diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen, treten Sie ganz gerne mit uns noch in Kontakt über info@freestocks.com oder rufen uns natürlich gerne auch jetzt direkt an. Und wir stehen Ihnen Rede und Antwort. Sie können Ihre Fragen stellen, das ist gar kein Problem. Ich würde mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit hier ganz sehr bedanken. Wenn es Fragen gibt, kommen Sie bitte auf uns zu. Wir haben gar kein Problem, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Machen wir ganz, ganz gerne. Kann auch sein, vielleicht habe ich hier, ist mir etwas entgangen, das mit der Bank, das ist tatsächlich etwas, das wollte ich noch präsentieren. Also scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen an uns zu richten. Wir stehen Ihnen da Rede und Antwort. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, können Sie sich ganz gerne bei uns melden. Auf Wiedersehen.